Servus Leute, willkommen bei Fitness TV. Heute mal wieder ein Kommentarfrage-Beantwort-Video. Es ist Mitte der Woche, also heißt es wieder Kommentarfrage-Beantwort-Zeit. Ihr habt unter die letzte Ausgabe viele interessante Fragen gestellt. Ich habe mir wieder ein paar rausgepickt und werde diese natürlich jetzt für euch beantworten. Und auch wieder hier der Hinweis, stellt mir eure Fragen unter dieses Video. Ich picke mir dann wieder ein paar raus für die nächste Ausgabe, nächsten Mittwoch, Donnerstag. Los geht's! Die erste Frage ist von BTZZ. Hallo Raphael, wenn man krank ist, wie zum Beispiel Halsweh oder so, man einfach nichts essen will, nimmt man dadurch ab? Ja, eine interessante Frage. Also wenn man krank ist und gar nichts isst, nimmt man ein wenig ab. Warum? Weil der Körper ja trotzdem Energie benötigt. Er muss ja trotzdem sozusagen Organe am Leben erhalten. Diese müssen ja funktionieren. Wenn man im Bett liegt oder sich generell bewegt, verbrennt der Körper ja auch Energie. Das ist halt minimal. Und generell, wenn man krank ist und zum Beispiel Fieber hat oder sowas in der Art, dann benötigt der Körper natürlich auch Energie. Weil sowas kostet natürlich auch den Körper ja viel, viel Kraft. Und die muss er ja irgendwo herziehen. Und das zieht er sich dann wenn es sein muss, aus den Fettreserven, die man am Körper hat. Das ist aber nicht unbedingt gut. Wenn man krank ist, sollte man viel trinken, viel Wasser trinken und natürlich auch was essen, um schneller gesund zu werden. Dementsprechend sollte man jetzt da nicht hungern und auch wenn man keinen Appetit hat, sollte man wenigstens irgendwas essen, sei es auch nur eine, ja, heiße Hühnersuppe oder sowas in die Richtung. Also wenn man krank ist, definitiv Nahrung zu sich führen, so wird man schneller wieder gesund. Der Lukas Heidenreich möchte wissen, bauen sich die Muskeln mit 15 Jahren langsamer auf als im Erwachsenenalter? Die kurze Antwort ist ja. Warum ja? Ganz einfach, weil euer Körper mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist und noch nicht ausgewachsen ist. Ihr seid in der Pubertät, das kostet eine Menge Energie, euch wachsen überall Haare, ihr wächst nochmal selber, also werdet größer und das kostet den Körper eine Menge Energie und der Körper muss sich dann entscheiden, na, soll er jetzt Muskeln aufbauen, obwohl er die eigentlich gar nicht braucht, in Anführungszeichen, oder soll er ja sozusagen die Metamorphose, also das sozusagen Erwachsenwerden abschließen, ne? Also Bartwuchs und Haare unter den Achseln und sowas. Und das kostet halt eine Menge Energie. Hinzu kommt, dass ihr als 15-, 14-, 16-Jähriger noch nicht so einen hohen Testosteronspiegel habt im Körper, wie es zum Beispiel ein 25-Jähriger hat. Der steigert sich aber von Jahr zu Jahr, bis ihr ungefähr 18, 19, 20 seid. Dann hat er einen Pegel erreicht, also den Maximalpegel, den so ein Mensch erreichen kann, der aber auch individuell ist und auch von Nahrung und solchen Dingen abhängt und der wird dann sozusagen gehalten, bis ihr 30, 32, 33 seid und dann baut der Körper langsam Testosteron ab. Testosteron ist das Männlichkeitshormon und ist für den Muskelaufbau zuständig, also hat da eine wichtige Funktion inne und dementsprechend bauen Jugendliche langsamer Muskeln auf, als jetzt zum Beispiel ein 25-Jähriger ist. Dennoch sollte man auch Sport betreiben in diesem Alter, also in jungen Jahren, denn es ist förderlich, es ist gesund und sowas tut hier für eure Zukunft dann. Also ich tue dann für die Zukunft etwas Gutes. Der David Oettel möchte wissen, während dem Training soll man ja viel trinken. Sind da isotonische Getränke, zum Beispiel Isos, da besser oder soll man lieber auf das gute alte Wasser zurückgreifen? Ja, hier muss ich sagen, kommt es auf den Sport drauf an, den du ausführst, beziehungsweise den ihr ausführt. Ist es ein intensiver Sport, also der lange andauert, sei es zum Beispiel jetzt eine Rennradtour oder sowas, dass ihr da wirklich über einen langen Zeitraum und auch eine lange Strecke am Radeln seid, dann bringen isotonische Getränke wirklich etwas. Macht ihr jetzt nur einfaches Hanteltraining oder ein bisschen Joggen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Joggen, reicht eigentlich auch Wasser. Isotonische Getränke entfalten halt erst ihre richtige Wirkung, also ihr Potenzial, wenn der Körper halt wirklich viele Mineralien und Spurenelemente verloren hat und das verliert er, wenn er halt wirklich sehr, sehr viel schwitzt und das muss jetzt unbedingt bei einer Hanteleinheit in einem gut klimatisierten Fitnessstudio nicht unbedingt der Fall sein. Falls ihr dennoch viel schwitzt beim Training, können euch isotonische Getränke da auf jeden Fall weiterhelfen, aber in ihnen sind halt auch ja so ein bisschen Geschmacksträger drin, sage ich mal, jetzt meistens schmecken die ja nach Grapefruit oder nach Zitrone oder sowas in die Richtung und ansonsten halt auch nur Mineralien wie Natrium, Kalium, Calcium und solche Sachen und diese sind zum Teil halt auch in einem guten Mineralwasser enthalten. Von daher kann man es trinken, muss man aber nicht. Mr. Kriegsheld 12 möchte wissen, was sagst du zu Kreatin?
Ja, Kreatin. Die Frage haben mir viele von euch gestellt, also so eine ähnliche, was ich denn darüber halte. Und Kreatin, ich persönlich brauche es nicht, ich nehme es auch nicht und ich werde es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht nehmen, weil ich einfach für mich herausgefunden habe, dass es mir nichts bringt. Also ich habe es mal genommen, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe da auch eine Gewichtszunahme gemerkt, aber ich habe halt auch Nebenwirkungen gehabt, also Magenverstimmungen, Blähungen und auch Mundgeruch. Also ich persönlich hatte dann halt starken Mundgeruch und dann habe ich halt für mich entschieden, ich brauche das nicht. Ich hatte da jetzt auch nicht so eine Massenzunahme, also ich wurde jetzt auch nicht zu so einem Mega-Klops oder sowas und Leistungssteigerung konnte ich auch keine vermerken und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und ich habe halt für mich entschieden, dass ich es nicht brauche und ich mit einer proteinreichen Ernährung, einer ausgewogenen Ernährung und einem Proteincheck nach dem Training viel, viel besser fahre, als dass ich mir Kreatin reinkippe. Kurz, Kreatin lagert Wasser in den Muskelzellen an und dadurch werden die ja, Muskeln voluminöser und es soll halt auch die Leistung steigern. Und ich glaube, bei dieser Leistungssteigerung, ich habe da jetzt keine genauen Studien oder sowas im Kopf, aber ich glaube, da spielt auch zum großen Teil halt auch so ein Placebo-Effekt eine Rolle, also dass man sozusagen ein Mittel nimmt, was sozusagen ein Wundermittel ist, in Anführungszeichen, und man glaubt dann sozusagen dadurch, dass man stärker ist, also mehr Leistung erbringen kann. Und das ist, glaube ich, so eine Art Placebo-Effekt. Belehrt mich eines Besseren, also wenn von euch jemand Kreatin nimmt und sagt, dadurch habe ich auf jeden Fall mehr Leistung, dann schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Animaster94 möchte wissen, wie sieht es mit dem Dehnen aus? Sollte man nach jeder Trainingseinheit die beanspruchten Stellen dehnen oder gerade nicht? Muss man sich dehnen? Ja, dehnen, da hatte ich ja schon mal ein Video zum Thema gemacht und da bin ich darauf eingegangen, wer sich dehnen sollte und wann man sich dehnen sollte. Das kann ich dir empfehlen, das solltest du dir mal anschauen. Kurz zusammengefasst kann ich sagen, dass jemand, der Hanteltraining betreibt, sich eigentlich nicht dehnen braucht oder nicht dehnen sollte nach der Trainingseinheit und sich an einem separaten Tag, also zum Beispiel an seinem Ruhetag, dehnen sollte. Das liegt halt mit der Regeneration der Muskeln zusammen. Leute, die zum Beispiel joggen gehen, die können sich zum Beispiel nach dem Joggen dehnen. Also bei denen ist es kein Problem, denn leitet das Dehnen die Regeneration an. Also kommt immer darauf an, was für eine Sportart ihr betreibt. Am besten das Video nochmal anschauen und ja, da gibt es eigentlich alle wichtigen Infos. Pharao des Lichts möchte wissen, sag mal, wie ist das eigentlich mit der Körpergröße und den Muskeln? Ich habe so den Eindruck, dass Leute, die so 1,70 Meter groß sind, viel leichter einen richtig muskulösen Körper kriegen, als jetzt Leute, die wie ich zum Beispiel 1,90 Meter groß sind. Ja, pauschal kann man eigentlich nicht sagen, dass große Leute schlechter oder langsamer Muskeln aufbauen als kleine Leute. Jetzt um mal ein paar Beispiele zu nennen. Arnold Schwarzenegger, der ist 1,88 Meter groß und ja, von dem muss ich nicht reden, den kennt ihr alle. Dwayne The Rock Johnson, der ist sogar 1,96 Meter groß und auch sehr, sehr muskulös. Jetzt mal ein Gegenbeispiel, Rob Orlando, der ist nur 1,72 Meter groß und auch sehr muskulös und sehr, sehr stark. Der ist Crossfitter und Strongman. Und hier seht ihr, man kann das eigentlich nicht pauschalisieren. Da spielen eine Menge Faktoren eine Rolle, zum Beispiel eure Genetik, eure Veranlagung, ne? Es gibt Leute, die bauen schneller Muskeln auf als andere. Das ist halt so. Dann natürlich auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle und natürlich das Training. Und natürlich auch euer Körperbau, das fällt natürlich auch wieder in den Bereich Genetik, Veranlagung rein. Jemand, der schmal ist, ne, der baut anders Muskeln auf als jemand, der jetzt ein bisschen kompakter ist, ne, also ne, ein bisschen kräftiger ist. Dann spielt natürlich auch vom Aussehen her, also vom Optischen her, dass ja die Größe eine Rolle. Jemand, der kleiner ist, bei dem ja sieht man eher, dass er muskulös ist, als bei jemandem, der groß ist. Ne? Obwohl beide vielleicht im Verhältnis gesehen die gleiche Masse an Muskeln haben. Ne? Also das ist so eine Art optische Täuschung, sage ich mal. Und dementsprechend kann man hier nicht pauschal sagen, dass große Leute schlechter Muskeln aufbauen als kleine Leute. Der Fredward möchte wissen, ich würde gerne wissen, ob Proteinshakes auf Dauer ungesund sind, da mir das von vielen Leuten in meinem Umfeld gesagt wird und ich es nicht glaube. Ja, sind Eiweißshakes ungesund oder machen sie krank? Ich denke, es kommt darauf an, welche also Menge man konsumiert, also ne, wie viel man an Proteinshakes zu sich nimmt. Ich trinke zum Beispiel nur einen Proteinshake nach dem Training. Ansonsten versuche ich, mich proteinreich zu ernähren und ich trinke viel Wasser. Das ist, denke ich, mal am wichtigsten. An sich
sagt man ja auch nach, dass jetzt ein hoher Konsum von Eiweiß schlecht für die Nieren ist, aber normalerweise ist eigentlich 2 Gramm Eiweiß je Kilo Körpergewicht für den menschlichen Körper kein Problem, das kann er super vertragen. Manche gehen ja sogar noch höher und sagen, 3 bis 4 Gramm ist kein Problem. Es wird auch Eiweiß nachgesagt, also jetzt zum Beispiel in Proteinshakes, dass das dort enthaltene Purin Gicht fördert, weil das Purin sozusagen für die Produktion von Harnsäure verantwortlich ist, und ein hoher Anteil an Harnsäure im Körper führt wiederum zu Gicht, und Gicht ist halt so eine Gelenkkrankheit, die dann halt zu Versteifungen und sowas führt. Und mittlerweile ist es so, dass viele Eiweißshakes purinfrei sind, und dementsprechend ist das dann auch wieder haltlos bezüglich der Gicht. Das ist aber halt auch, wie gesagt, dann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, und also darauf sollte man so ein bisschen achten. Aber generell ist es so, dass man sozusagen eigentlich ein Proteinshake nach dem Training trinken kann. Das ist kein Problem. Aber es ersetzt natürlich keine vollwertige Mahlzeit. Generell immer ausgewogen ernähren und proteinreich ernähren. Und Proteinshake ist kein Wundermittel. Es geht auch ohne. Keiner zwingt euch das zu trinken. Also man kann auch super ohne Proteinshakes Muskeln aufbauen. Und bei vielen Leuten, die wissen es gar nicht, die nehmen eigentlich schon so am Tag genug Eiweiß zu sich, dass sie eigentlich gar keine Proteinshakes brauchen. Von daher einfach mal so ein bisschen rechnen, einfach mal gucken, was esse ich denn so am Tag, und brauche ich einen Proteinshake? Also wie gesagt, normalerweise so 2 Gramm je Kilo Körpergewicht kann man am Tag zu sich nehmen als Sportler. 3 Gramm ist auch kein Problem. Da gibt es diverse Rechnungen, die sozusagen dann sagen, okay, 2 Gramm, 3 Gramm, 4 Gramm. Ne? Also umso intensiver der Sport, den man betreibt, desto mehr Gramm kann man zu sich nehmen. Ja, und das war es jetzt auch schon für diese Woche mit dem Kommentarfrage-Beantwort-Video. Ihr findet jetzt hier nochmal ein paar verlinkte Videos, unter anderem die letzte Ausgabe, aber auch ein paar Videos, wo ich sozusagen näher auf ein paar Themen eingehe, die ich in diesem Video hier, also in diesem Kommentarfrage-Beantwort-Video thematisiert habe, aber nicht natürlich so in die Materie gehen konnte. Also einfach mal so ein bisschen durchklicken, durchschauen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch bis hier eine Frage ausgedacht habt und diese natürlich als Kommentar unter das Video hier postet. Und falls ich eure Frage vom letzten Mal nicht beantwortet habe, einfach diese kopieren und natürlich auch als Kommentar hier drunter posten. Ich pick mir dann nächste Woche wieder ein paar Fragen raus und werde diese dann natürlich wieder in einem Kommentar-Frage-Antwort-Beantwort-Video ja, beantworten. Ansonsten, falls ihr private Fragen habt, könnt ihr uns diese gerne bei Facebook stellen unter www.facebook.com/infitnesstv, dort als ja, PM sozusagen, als Nachricht uns einfach schicken, oder eine E-Mail an infitnesstv@gmail.com. Wir versuchen Fragen so schnell es geht zu beantworten. Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss.